Ich möchte Sie heute noch einmal zu einer Radfahrt im und am Rande des Eichsfeldes durch den bunten Herbst mitnehmen. Diesmal gestalte ich nicht die Landkarte am Computer, sondern viele Marienkäfer haben mir hier bei Rehungen den Weg auf einer Landkarte gewiesen. In Scharen kamen sie hier angeflogen, setzten sich auf der Landkarte nieder und wiesen mir so den heutigen Weg. Hier bin ich nun kurz vor Niederorschel unterwegs und schaue den Bauern bei ihren herbstlichen Arbeiten zu. An der Lindenhalle in Niederorschel vorbei fahre ich hier durch das herbstliche Laub nun in Richtung des kleinen Stausees von Deuna. Nach kurzer Zeit bin ich dann hier an der kleinen Dalsperre Ahlenbach bei Deuna in der Nähe des Zementwerkes angekommen. An diesem goldenen Herbsttag taucht die Sonne die Landschaft in warmes Licht, während die Bäume am Ufer der kleinen Dalsperre in einem prächtigen Farbspiel aus Rot, Gelb und Orange erstrahlen. Ich fahre hier ein Stück an Deuna entlang und nun bin ich auch schon auf dem Radweg in Richtung Vollenborn unterwegs. Vollenborn ist dann auch erstmal die letzte Station im Eichsfeld, bevor ich dann hinüber in den Landkreis Nordhausen wechseln werde. Hinter mir liegt Vollenborn, das kleine Eichsfelddorf, das der Herbst in sein farbenfrohes Kleid gehüllt hat, während ich nun weiterziehe und die leuchtenden Herbstfarben sich über die Landschaft erstrecken. Am Mittag begegnet mir ein Fuchs, der unbekümmert seinen Weg durch die Herbstlandschaft nimmt. Ohne mich zu bemerken, schlendert er gelassen durch die Natur, als wäre er Teil dieser friedlichen Szenerie. Hier schaue ich vom Waldrand durch eine kleine Waldschenke auf das Zementwerk von Deuna. Überall findet man Sitzbänke, um die Natur beobachten zu können, und hier schwirren auch hunderte von Marienkäfern umher oder klettern an den Bäumen herum. Ich bin nun weiter nach Rehungen gefahren und auch hier kann ich vom Dorfrand aus einmal in die herbstliche Natur schauen. Hier bin ich nun durch die Ortschaft Rehungen unterwegs, bin aber noch einmal rechts zum Waldrand abgebogen, um noch einige schöne Aufnahmen zu erhaschen. Auch heute ziehen wieder die Kraniche majestätisch am Himmel vorbei auf ihrem Weg ins Winterquartier. Ihr eleganter Flug weckt in mir die Lust, die herbstliche Landschaft aus der Vogelperspektive festzuhalten und selbst den Blick von oben zu genießen. Thank you.
Kurz hinter Rehungen war ich ja links auf einen Feldweg abgebogen und bin somit in Richtung Wülfingerode unterwegs. Auf schönen Sitzgruppen genieße ich auch hier wieder die bunte herbstliche Natur und lasse noch einmal die Drohne aufsteigen, um die Landschaft von oben einzufangen. Nachdem ich die herbstliche Landschaft mit der Drohne von oben bewundert habe, genieße ich wieder hier unten das sanfte Spiel der bunten Blätter im Wind. Die Farben tanzen in der Sonne, während ich mich auf den Weg mache und weiter Richtung Wülfingerode fahre, einer Ortschaft im Landkreis Nordhausen. Und hier bin ich nun auch in dem kleinen, schönen Ort Wülfingerode im Landkreis Nordhausen angekommen. Komme vorbei an der Heimatstube und der Kirche und werde auch darauf aufmerksam gemacht, dass an diesem Wochenende ein Orgelkonzert mit Lichtshow hier stattfinden wird. Nun entdecke ich auch noch eine wunderschöne Parkanlage, in der die herbstliche Stimmung besonders zur Geltung kommt. Die bunten Blätter rascheln im Wind und die friedliche Atmosphäre lädt dazu ein, den Herbst in all seiner Pracht noch einmal in Ruhe zu genießen. An der Bahnstrecke Halle-Kassel vorbei geht meine Fahrt nun weiter in Richtung Ascherode. In Ascherode angekommen, fahre ich gleich zu den kleinen Deichen und genieße hier die herbstliche Nachmittagsstimmung. Für mich geht es an diesem Nachmittag nun durch ein Waldstück weiter in Richtung Bernderode Schacht. In Bernderode Schacht fahre ich noch einmal hinauf zum Waldrand und es geht an der kleinen Kirche vorbei. Auf asphaltierten Radwegen geht es an diesem Nachmittag nun wieder zurück
nach Hause und ich beende eine schöne Radrundfahrt durch die herbstliche Landschaft.